Schönen guten Tag, mein Name ist Benjamin Thomas, ich bin Koch und heute kochen wir für Sie unsere Senfzwiebelpfanne. Dafür brauchen wir zum einen Schweinerücken, Senf, Zwiebeln, diverse Gewürze, in dem Fall wäre das Majoran, Salz, Zucker, Öl zum Anbraten und Küchensahne. Als erstes schneiden wir die Zwiebel in Streifen, so halbiert, und der Länge nach runterschneiden. So, haben wir schöne Streifen. Dann brauchen wir Schweinerücken. Da schneiden wir so einzelne Scheiben runter, so in 1 cm Stärke, dass die Streifen nicht zu dick werden. So ein bisschen hinlegen und dann einfach runterschneiden. Das ist natürlich ein sehr einfaches Gericht, ist sehr schnell zuzubereiten, auch zu Hause kein großes Problem. Als erstes ein bisschen Öl in die Pfanne oder Topf, je nachdem. Und dann schwenken wir als erstes die Schweinerückenstreifen an. Das Ganze wird ein sehr helles Gericht, also wie eher ein geschnetzeltes. Da muss man darauf aufpassen, dass das Fleisch nicht zu sehr anbrät und dunkel wird. Das sieht dann nämlich auf dem Teller nicht schön aus. Also ganz ruhig etwas heller braten. Dann tun wir jetzt als nächstes die Zwiebeln noch etwas mit anschwitzen. Wenn man dann an dem Fleisch nirgendwo mehr so rosa Stellen erkennen kann, wo das Fleisch noch roh wäre, dann ist es fast so weit, dass man Senf und Sahne dazu tun kann. Dann nehmen wir schwarzen Senf, mittelscharf, ruhig so 2 Esslöffel, das Ganze etwas rühren. So, und dann nehmen wir Küchensahne dafür. Ca. 250 Milliliter. Küchensahne deshalb, die hat einen höheren Fettanteil, kocht dadurch schneller ein. Schlagsahne hat eher so einen süßlichen Touch im Geschmack. Das passt nicht direkt dazu. So, und schon ist das Ganze eine angenehm soßige Sache. So, das lassen wir jetzt noch kurz aufkochen. Nebenbei können wir das würzen. Zum ersten mit Salz. Noch eine Prise. So. Das Zucker. Der Zucker dient dazu, weil Senf sehr essiglastig ist. Kennt ja jeder. Und der Zucker dem Essig oder der Säure im Essig entgegenwirkt und das Ganze dadurch einfach milder schmeckt und nicht so senflastig. Und zu guter Letzt nur noch Majoran. Oder Oregano ist im Prinzip das Gleiche. Dann lassen wir das Ganze nochmal 2 Minuten kochen, dass das ganze Fleisch noch ordentlich durchzieht. Dann sieht man schon, dass die Soße ordentlich eingedickt ist. So, unsere Senfzwiebelpfanne wäre jetzt fertig. Die ist gut eingekocht, man hat noch schön Soße dabei. Wir servieren dazu meistens Bandnudeln, in dem Fall grüne. Die haben mehr farblichen Kontrast dazu und sehen besser aus. Man kann das Ganze aber auch gerne mit Kartoffeln servieren. Je nachdem, wer das mag, auch mit Reis. Ist schnell mal gemacht. Für einen schnellen Hunger zwischendurch, nach der Arbeit. So, das wäre dann also unsere Senfzwiebelpfanne an Bandnudeln mit ein bisschen Salat dazu. Sehr einfaches Gericht, haben Sie gesehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Und danke fürs Zuschauen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de